Achtung, das folgende Video könnte haufenweise Fehlinformationen beinhalten. Sollte dies so sein, beschwert euch doch beim kleinen Chinesen in meinem Keller, der mir die Skripte schreibt. Yo, Tommy, sag mal, warum will Kim Jong-un einen neuen Weltkrieg starten? Ja, zu verstehen, wieso Kim Jong-un einen neuen Weltkrieg starten möchte, ist gar nicht mal so leicht. Um das Ganze verstehen zu können, müssen wir als erstes einmal erfahren, wer Kim Jong-un denn eigentlich ist. Kim Jong-un ist der Sohn des verstorbenen Diktators Kim Jong-il. Er wurde am 8. Januar 1983 in Nordkorea geboren, wie auf dieser seltenen Videoaufnahme zu sehen ist. Seine Kindheit verbrachte Kim Jong-un in der Schweiz, wo er schnell keine Freunde fand und auch ziemlich rasch bemerkte, dass er bei der Bevölkerung noch unbeliebter war als Fußpilz. Das machte den kleinen Kim Jong unglücklich und er entschloss, nach Nordkorea zurückzukehren, wo sein Vater einfach die Leute dazu zwingen würde, ihn zu mögen. Gesagt, getan, war Kim Jong uninteressant, dann auch ganz schnell wieder daheim. Allerdings hatte seine Zeit im Ausland tiefe Narben hinterlassen. Ähnlich wie die Pubertät, die seinen Penis nicht wie vorhergesagt wachsen ließ, sondern ihn zurückbildete, bis es so aussah, als hätte er eine Vagina. Und so entschloss er sich, Rache zu nehmen. Und wie nimmt man am besten Rache? Genau, das lernt man ja in so ziemlich jedem Hollywood-Streifen. Man bastelt sich ein voll böse aussehendes Superschurkenkostüm, gibt sich selber einen richtig harten Namen, wie zum Beispiel Ungetüm, und bedroht dann einfach mal die ganze Welt, indem man schlechte Videoaufnahmen zeigt, auf denen man irgendwas in die Luft sprengt, in der Hoffnung, einen dritten Weltkrieg auszulösen. Voll gruselig. Allerdings hätte unser kleiner Kim Jong-un die Filme vielleicht einmal bis zum Ende laufen lassen sollen, denn da erfährt man, dass es meist auch irgendwie nicht so die gute Idee war, seine ganzen großen Pläne herauszuposaunen, anstatt sie einfach in die Tat umzusetzen, da dann jedes Mal ein Ami kommt, der dem Bösewicht einen dicken Tritt in die Fressspalte gibt. Tja, aber das wird der kleine Kim Jong-unartig dann wohl auf die harte Tour lernen müssen. Ach ja, und Kim, kleiner Tipp von mir, bleib doch am besten einfach dabei, Musik zu machen. Yo, Tommy, sag mal, woher weiß man eigentlich, wer der Babo ist? Yo, Tommy, sag mal, wie vertickt man eigentlich Drogen an Kinder? We'll be right back.